Ja, nee, das stimmt schon. Also hier ist alles voller Insekten in den Häusern. Leider ist dem so. Ich trinke ja schon meinen Kaffee. Die beschweren sich immer, dass ich lache. Ich weiß nicht. Sind halt wahrscheinlich auch genervt, wenn ich hier wohne oder so. Und eigentlich müsste man die Nester per Hand rausnehmen. Früher hat man ja so in alten Fachwerkhäusern, ging man mit Feuer lang und hat die platt gemacht. Aber das führte dann ja auch wieder zu mehr Unfällen. Deswegen macht man das wohl nicht mehr so. Ne? Aber bin immer, ich weiß auch nicht, eigentlich müsste man von draußen ran. Ist leider so, wie es ist, ne? Kann man nicht ändern. Ist jetzt irgendwie das vierte Jahr in Folge. Man kriegt das eben halt auch nicht gewuppt. So viel zu den Vergleichsländern. Es hilft nur nicht, irgendwie Pestizide so enorm einzusetzen, weil die Leute vergiften sich ja ansonsten selber hier. Das hat ja irgendwie auch wenig Sinn. Ja, so ist das dann geworden, ne? Ja, das ist der Grund, warum wir ständig beim Arzt sind, glaube ich. Das ist, gefällt mir persönlich nicht so gut. Ja, jedem seine Fähigkeiten, sagte ich mal. Und eigentlich denke ich, nee, also muss ich halt mal irgendwie einen Brandmeister oder jemanden richtig angucken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, aber Pestizide einzusetzen, da zwischen der Wand da hinten. So, ich versuche mal so zu filmen, dass es keiner sieht. Und da ist alles voll. Und dann ging das ja auch noch um Strom und so. Und danach war irgendwie echt der Ofen aus erstmal. Überall in den Häusern, ja, das ist schon enorm. Ja, so ist das. Es knackt in den Fugen und Gemäuern. Ja, ich habe mal die Dachrinnen abgeklopft, also die Rohre, die nach unten verlaufen. Hinten auch, da summt das. Summ, summ, summ. So. Ja. Ja, keine Ahnung, dann kommt man schon mal auf die Idee, unten aufzumachen. Das darf ich ja nicht. Also ich begehe ja Sachbeschädigung am Haus, wenn ich nicht einfach mit tapezieren. Oder wie? Tut mir leid, ich konnte da die Verwaltung irgendwie auch echt nicht mehr verstehen. Ich kann den ganzen Bundestag nicht mehr verstehen. Woanders irgendwie neu bauen und wir sitzen hier seit mehreren Jahren irgendwie und versuchen irgendwie zu retten, was zu retten ist. Wobei ich gar nicht mehr von Rettung reden will, wurden alle vergiftet. Nicht gut, nicht gut.
Ja, und dann noch diese ganzen anderen mythologischen, gesetzlichen, religiösen, motivierten Bezugsdateien. Da hatte ich dann auch erstmal irgendwie, ja, ich habe irgendwie nur noch abgeklebt und abgeklebt und ich renne halt nicht so gerne mit Gasmaske oder so durch Hamburg. Andere lachen. Und wir haben den Schaden, so ist das. Habe ich immer gefragt, wo das Geld eigentlich hin ist, was man jeden Monat zahlt. Ehrlich zu sein. Mit mehr Aufwand, weil mein Kaffeewasser kaufe ich ja auch schon selber. Wobei das Wasser dann ja auch wieder okay ist, aber man den Unterschied dann ja auch nicht mehr merkt, wenn man hier mit Gift weggebombt wird. Ne? Ja. Deswegen durften wir ja auch keine Musik mehr hören, wegen wütende Wespen auf Aggressionsfahnen oder so. Bitte, bitte bleib leise. Sei doch mal leise, sei doch mal leise. Ach so, ja. Also es gibt keine Musik. Was ist das denn für eine Religion, Alter? Sitzen sie dann irgendwo in den Autos und hören Musik, ey? Echt wahr. Ja, gut, das war's dann dazu. Ich hatte das vor 2 Jahren war das schon mal so extrem. Da heißt es immer, hör auf zu rauchen. Meine Mutter hätte damals, die hätte getrockneten Lavendel genommen. Dann hätte sie so eine Schale hier genommen. Und hätte den getrockneten Lavendel da reingetan. Einfach angezündet. Aber das ist so altbacken. Das ist uralt. Funktioniert auch, aber es muss ja nicht sein. Ich denk dann immer, es muss doch auch anders gehen. Aber klar haben wir alle Hausverbot, hä? Ja. Nein, ich habe einige Leute halt nicht mehr lieb, deswegen. Da fühlt man sich wirklich wie in anderen Ländern und so wird man dann auch noch behandelt. Und das ist der Zwang dahinter. Und dann habe ich auch gedacht, so jetzt reicht mir das. Da habe ich dann auch gedacht, das reicht. Hat ja auch wenig Sinn, dass Leute dann irgendwie die Abflüsse zu rotzen und dann noch mit Rattengift reinknallen. Das war dann auch so eine Nummer. Habe ich auch nichts mit zu tun, weil eigentlich tue ich niemandem was an, um ehrlich zu sein. Ne, und ich überlege ja auch, ne, so wie konstruieren, dass man einigermaßen sicher lebt. Ich glaube, das dachten auch schon andere Vormieter und Mieter, wenn man von Miete reden kann. Ne? So. Im Ernst, dahinter alles hohl. Kann man nichts machen. Kann man echt nichts machen. Das ist echt so. Man muss irgendwie dann wieder doppelwandig ziehen. Sind so eine Boxnummer. Und hab da irgendwie echt, da hatte ich dann irgendwie Schnauze voll.
Nur weil sie irgendwie durch die Türen hier noch mit rein fegen. Und stellen mich dann wahrscheinlich noch als Radikale dar. Nur weil ich das nicht tue. Ja, das finde ich interessant. Also ich habe sowas niemandem beigebracht und will das auch niemandem beibringen. Und, ja, dann fühlt man sich eben halt auch ein bisschen beklaut, ist halt auch so. Und dann geht das weiter. Der für mich, der gegen mich. Like up, like down, like. Und diese Däumchen interessieren mich eigentlich herzlich wenig. Weil davon kann man sich auch nichts kaufen, ob man beliebt ist oder unbeliebt. Ich war schon immer sehr unsympathisch, glaube ich. Wenn es um meine eigenen Rechte geht, bin ich ein Dickkopf. Und eigentlich denke ich immer noch an alle. Deswegen bin ich ja nicht normal. Und wie soll man denn irgendwie an sich denken? Ja, so war das. Fand ich interessant, da hat mir dann jemand erzählt, du, die haben hier immer früher so Kasse gespielt. Und da sind dann so die Löcher drin, dann knallen sie einen rein und nannten das Kassenwechseln. Da bin ich auch erstmal vom Glauben abgefallen, so, was ist los? Da habe ich dann gedacht, wie Kassenwechsel, Alter. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt am Montag mal bei der Feuerwehr anrufe oder mal hingehe und frage, weil die Verwaltung ja irgendwie auch ganz wenig macht. Vielleicht haben sie auch für sowas kein Geld mehr oder vielleicht ja auch nicht mehr die Motivation, weil sie das irgendwie auch doof finden. Deswegen dachte ich, rufe ich mal an, weil bevor die sich ja alle gegenseitig noch vergiften, muss man da ja irgendwie mal gucken, dass das nicht so der Fall ist. Ja, in anderen Staaten soll das ja immer so sein. Keine Ahnung. Ich gewöhne mich dann nicht dran und brauche ja auch nicht in Urlaub fliegen, habe ich mir so überlegt. Die Dachrinnen sind auch ausgeschubt, das sieht man auch. Also ein Stück weit irgendwie. Und habe da eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. So. Ihr macht jetzt die Löcher auf, so ja cool, nee, macht sie mal besser wieder zu. Ne? Das war so mein Aspekt des Ganzen. Weil niemand kann sich so kapital absichern. Weil der Wert, der sinkt ja ins Unermessliche einer Immobilie, wenn das immer so weitergeht. Ja, deswegen sind wir ja auch keine Affen, die mit einem Stock Insekten suchen, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja. Gut, dann bis dann. Tschüss.